Ja, Sally und ich, wir haben mal geredet jetzt bei einer Tasse Kaffee und einem Kuchen. Und irgendwie ist sie wohl nicht begeistert hier von diesen ganzen Frauengeschichten mit Elizabeth und mit, wie ist sie noch, mit Sarah, die wir jetzt übrigens im Jackpots treffen müssen. Und da wünsche ich euch herzlich willkommen hier zu einer neuen Runde Rage. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo das Jackpot ist. Und jetzt habe ich plötzlich schon eine Ahnung davon. Ist das ein Pfeil in die Richtung? Oder? Ach hier, oh, das ist hier so eine Sackgasse. Da könnte ja auch mal sein, dass man einen auf die Glocke kriegt. Aber ich betrete das Jackpot mal. Alles klar. Klopf, klopf. Ein Casino. Aha, Sarah will also die Pläne vom Feuersturm haben. Mal gucken. Ach komm, hier kann man spielen. Das wird natürlich sofort ausprobiert. Royal Flush. Ach guck mal, hier kannst du noch ein bisschen Poker trainieren. Was muss ich denn machen? Geben. Ah, mein Einsatz. Hey! Wie geht denn das? Wie geht denn das? Mal verlassen? Nein. Nochmal. Na? Geben. Ja, nee. Nochmal. Irgendwie geht es nicht. Ah, doch, hier. Ah, mein Einsatz erst. Erst mein Einsatz. Und dann gib doch mal die Karten. 25. Oh, nach oben. Ach du Scheiße, hier kann man richtig hart zocken. So halten. Jetzt kann ich jetzt noch Karten tauschen. So richtig pokern kann ich ja nicht, ne? Also, soweit ich das hier sehen kann, habe ich nur Grütze auf der Hand. Ich würde mal den hier halten. Nee, den nicht. Ich würde mal den halten, den halten und den halten. Halten. Ja, und jetzt geben oder was? Bam, bam, bam. Und wie kommen wir jetzt, wann ist jetzt hier der Showdown? Ne, die will ich nicht halten. Geben. Gewonnen. Gut. Alles klar. Verstanden habe ich es nicht. Komm schon, Sarah. Wenn ich irgendwas über die Scorcher wüsste, hätte ich doch schon ausgespuckt. Oh. Clive, du machst es nur noch schlimmer. Sag mir einfach, was sie vorhaben. Ich verstehe echt nicht, was das noch soll. Ehrlich, wenn ich wirklich was verheimlichen würde, meinst du im Ernst, ich würde das hier riskieren? Wie viele Drinks kann ich mit einer Hand noch servieren? Mit nur einem Fuß? Komm schon, Sarah, hör doch auf. Ich gebe dir eine Runde aus. Clive. Lass uns mal reden, ja? Komm, aber er bitte. Hat's nicht ausgehalten. Jetzt muss er sich vor seinen alten Kollegen verstecken. Du siehst jedenfalls aus wie frisch aus der Hölle. Was hast du entdeckt in der Raffinerie? Hier, ein paar Pläne. Schau sie dir mal an, Sarah. Feuersturm ist eine fliegende Kampfmaschine? Und Schlich ist Treibstoff? Wenn sie das Ding in die Luft kriegen, ist keiner mehr sicher. Nicht mal in Wellspring. Zeit ist um, Clive. Warte, warte! Ich kann dich in ihre Basis bringen. Warum sollte ich dir glauben? So wie ich die Scorcher einschätze, töten sie jeden. Auch mich. Wie kann ich das Ding knacken? Oh nein! Wenn die rauskriegen, dass ich dir geholfen habe, bin ich in Wellspring überhaupt nicht mehr sicher. Neben denen bist du nur ein kleiner Fisch. Aber ein ziemlich hübscher. Na gut. Was muss ich tun? Bring mich einfach aus dem Ödland weg. So weit weg von den Scorchern wie möglich. Das kann nicht dein Ernst sein. Ich bräuchte ein eigenes Schiff, um dich hinzubringen. Hör zu, ich bin sowieso im Arsch. Bring mich hier irgendwie raus und du kannst dich allein mit Feuersturm rumschlagen. Rede doch mal mit J.K. Styles über seine letzte Werbeaktion. Die Oase soll zu dieser Jahreszeit wunderschön sein. Ach, wir haben keine große Wahl. Wir brauchen Clives Hilfe, wenn wir das machen wollen. Ich behalte ihn hier im Auge. Hol du das Ticket von Styles. Wenn du bei Bash TV nicht reinkommst, rede mit dem Rennansager in der Stadt. Vielleicht eine Runde Glücksspiel? Jo, bin ich dabei. Das Spiel ist kurz und knackig, genau wie ich. Setz einfach auf deine Glückszahl und dreh das Rad. 25, weil es grün ist. Was ist denn jetzt schon wieder hier? Was muss ich jetzt schon? Wetteinsatz.
Zurücksetzen nicht. Rad drehen. 25 auf. Auf 0 nicht. Was habe ich auf 1 bis 6? Und dann setze ich noch 25. Kann ich nur einen immer machen? Dann Rad drehen. Mein Gott, bin ich aufgeregt. 25 habe ich ja eben gewonnen, oder? Sehr gut. Ah, das macht süchtig. Gut. Erneut spielen. Und zwar... Hier. Das, der soll weg. Und Rad drehen. Guck mal, wenn ich jetzt hier auf Schwarz nochmal setze, dann gehe ich auf jeden Fall mit einer Nullnummer raus. Das wäre vielleicht für manch einen Spieler auch eine gute Idee. Was habe ich jetzt? Rot? Oh. Ist das jetzt rot oder gut schwarz? Gut gedreht. Gut. Alles klar. Bis bald. Jo. Dann würde ich sagen, haben wir genug gezockt im Casino. Ich weiß immer nicht genau, ob der beim Ladescreen die Sachen abschneidet. Also ich glaube, der schneidet die ab. Also ich habe mich, ich habe Spaß gehabt. Ach guck mal, was ist denn Olive denn? Heute jedenfalls nichts. Ich check mal gerade meine Mission nochmal durch. Ich muss ja wieder irgendwo hinfahren. Gebick dich zum Mutant Bash Studio. Aber vielleicht sollte ich nochmal... Man weiß ja immer nicht, was man so für Problemkinder dazwischen kriegt. Ich noch mal mit Möchten Ammo Sie sich eindenken. Hier ein wenig umsehen? Ja, bitte. Möchten Sie handeln? Nee, ich will Ausrüstung. Was ist denn das hier? SG-Konzentrator. Stabilisator. Laserzielvorrichtung. Sexy. Will ich haben. Granaten. Habe ich ein paar leer gemacht. Bräuchte ich neue Wingsticks. Auch mal noch ein paar mit davon. Was ist das? Brauche ich nicht. Habe ich nicht. Brauche ich nicht. Will ich nicht deshalb. Wir brauchen auf jeden Fall eine Stahlmunition. Oh. Ja. Was ist das denn hier? Scharfschützenmunition. Habe ich aber auch noch eine ganze Menge. Hatte ich denn nicht noch irgendwas? Diese Baupläne, ja. Ja, die Baupläne, ja. Was zum Teufel? Verdammte Baupläne. Ist das hier? Schraubenset würde ich eigentlich lieber behalten. So richtig ausschöpfen tue ich den ganzen Kram hier gar nicht. Hier den Quatsch wie Farbeimer und so. Das brauche ich ja wirklich nicht. Was ist das hier? Schützrohr, was? Müssen mal sehen. Wo ist denn mein Farbeimer hier? Das kann weg. Das kann weg. Ist das hier? Verschiedene Objekte können auf jeden Fall auch weg. Ach, hier, guck mal. Kristalle. Noch mehr Kristalle. Aber hier, wo sind meine Pilze? Wo sind die Pilze? Leergut. Bücher. Schocker. Aber wo sind meine Pilze eigentlich? Die ich gesammelt habe vor 2 Folgen oder vor 3 Folgen. Mir die Taschen voll gemacht mit Pilzen. Wo sind die? Tauchen nicht mehr auf. Gut. Schönen Tag noch. Danke. Dann würde ich sagen. Ach ja, zum Studio. Richtig. Richtig, richtig, richtig. Ich kaufe noch lieber ein paar, Mach nur weiter so. Wenn du Autoteile suchst, bist du hier genau richtig. Schon was gefunden? Ja. Das habe ich gefunden. Und die Zielsuchraketen. Wie viel habe ich denn davon? Ja, es müsste eigentlich reichen. War wieder Teufel, mein Freund. Das finde ich gut. Ich werde mir Mühe geben. Mit einem ehemals äußerst unsicheren Landstrich zu tätigen. Denken Sie immer daran, Bestie. Nur wenn wir alle zusammenarbeiten, so. Kann auch Was bitte?
bedeutet denn das eigentlich? Klasse 2. Ich glaube, jetzt will ich aber auch mal ein bisschen tunen. Das habe ich mir schon mal verdient. Muss ich da jetzt irgendwas draufdrücken oder wie? Ach, die sind schon installiert. Oh Gott. Dann können wir abbrechen. Ach, die grünen sind schon. Reifen. Oh, dicke Schlappen drauf. Auch schon installiert. Hä? Was wollen die dann von mir? Ich dachte, ich kann tunen. Motor. V8. Cuprio. Hab ich auch schon drin, oder was? Naja, ist eben nicht Need for Speed. Gut. Verlassen. Und jetzt nochmal zu Bash TV. Ich hab den falschen Knopf gedrückt und die Finger an der falschen Stelle von der Tastatur. Verlassen nach Wales Nödland. Man muss sich schon auch konzentrieren bei solchen Spielen. Sonst verklickt man sich. Ach, das ist so hier direkt. Hätte ich auch zu Fuß gehen können. Was tun für die Umwelt? Nee, gar nicht. Ah, hier sind aber schon wieder die Nervensägen. Warte mal. Hab ich hier... Verdammt. Wo sind sie? Da kommt jetzt einer. Achtung. Nee. Oh, ich höre ihn. Oh, das gibt's doch nicht. Oh. Aber wieso kann ich jetzt nicht... Ich dachte, ich hätte hier wieder diese Raketen gekauft. Warum baller ich die denn jetzt? Ach. Komisch. Bist du doch ganz gut schon. Leute, das geht mir jetzt echt auf die Kekse. Also irgendwie habe ich so keinen von den langen gemacht. Ah, endlich. So, wo ist jetzt der andere? Ne, warte mal, wo ist dieser scheiß Geschützturm? Da. Den brauchen wir auch nicht mehr. Bam. So. Jetzt zum Bash TV. Nach getaner Arbeit. Da wollte ich eh nochmal hin. Zu den Typen. So, da sind wir. Na, wenn das nicht mein Lieblingskandidat ist, ja. Kommen zurück. Bin ich ja auf Kamera? Nimmst du auf? Das Spiel ist dasselbe, aber dieses Mal ist die Herausforderung ein kleines bisschen größer. Für einen Kandidaten wie Sie allerdings. Oh, kein Problem. Also, sind Sie bereit für Folge 2? Ich denke. Exzellent, ja. Exzellent. Gehen Sie noch einmal durch die Tore. Und viel Glück. Herzlich willkommen zu einer neuen knochenkrachenden Episode von Mutant Bash TV, der Show, in der das Blutvergießen Trumpf ist. Heute haben wir einen neuen Kandidaten, direkt aus der Vergangenheit. Er sieht hart aus, aber kann er auch kämpfen? Bald werden wir es wissen. Aber jetzt erstmal Applaus für unseren Helden. Ich habe Zuschauer. Ich bin ein Star. Man mag mich. Hallo. Wo sind denn die ganzen Leute? Kann ich schon mal üben zu schießen? Okay, Leute. Die Show kann beginnen. Mann. Guck mal, so schnell kann ich schießen. Hat der nicht von Autofahren geredet? Hallo.
Na? Und los geht's! Erstmal hinten absichern. Da oben kommt der Erste. Aua! Knie gehauen. Ich muss dringend schon mal meine Bumerange. Ich will jetzt nicht mehr Bumerange sagen. Ich denke mal Bumerange. Okay. Warte. Hier, Wingsticks heißen die Dinger. Die brauche ich. Die sind für die Jungs halt genau richtig. Was ich sage. Habe ich denen mal einen neuen Kopf verpasst? Boah. Jedes Mal klingelt das Geld, ey. Boah, dem habe ich ein Bein abgeschlagen. Weiter. Wo sind die anderen? Wo muss ich hin? Ah, hier. Oh, das sieht aber... Seid ihr bereit für die zweite Herausforderung? Sieht nicht gut aus. Ach, zur Not mache ich meine ganzen Wingsticks halt mehr, weißt du? Für die habe ich jetzt überhaupt gar keine Probleme mehr gekauft. Oh, verdammt. Einer nach dem anderen, Freunde. Einer nach dem anderen. Ich habe für euch alle Zeit. Jeder ist dran. Jeder bekommt sein Blei. Hab ich ganz geblickt. Kann ich den jetzt verletzen oder was? Aua. Jetzt kann ich ganz einfach machen. Merkwürdig. Oh, jetzt ist Name. Boah, die geht ja gar nicht hierfür. Was zum Teufel muss ich denn hier jetzt machen? Was, wie genau komme ich dem Typen denn jetzt bei? Was? Ach, hier haben wir noch einen schon gesehen. Bisher eine großartige Leistung. Durch das Tor geht's zur nächsten Arena. So, habt ihr denn nicht mal hier ein bisschen Ammo für mich? Leute, das ist ganz schön teuer. Shotgun. Okay, das wollte ich eigentlich nicht. Ach, von der habe ich aber noch reichlich. Nee, gib mal die Shotgun. Gib mal die Shotgun. Ich sagte die Shotgun. Minigranaten. Ich will einfach ganz normale Schrottmunition. Aha, ein kleiner Erschrecker für mich. Bin zusammengefahren oder soll ich abknallen? Gibt es extra Geld? Hier sind noch hier kleine Motivationen abgelegt für den Delinquenten. Ihr kommt hier nicht hoch. Soweit kommt es noch. Hinter der offenen Tür erwartet sie die nächste Herausforderung. Wer schmeißt denn da? Schmeißt denn da Sachen nach mir? Das wird geahndet! Ach, da hinten. Ah, dafür ist die Shotgun natürlich Murks.
für so weit weg Typen. Ah, so. Aber, Freunde, ich glaube, diese Arena, die spielen wir in der nächsten Folge Rage. Und jetzt muss ich erstmal tief durchatmen, F5 drücken. Kann ich nicht. Aber egal. Alles klar, Leute. Dann erhole ich mich mal. Erholt euch auch. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge Rage. Bis dahin.